Rund 2000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben in Nürnberg für mehr Lohn demonstriert, darunter mehr als 200 Mitglieder der DPOLG Bayern. An vorderster Front mit dabei die DPOLG Tarifkommission Bayern und der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Hinrichsen, der auch bei den Tarifverhandlungen in Potsdam mit dabei ist. Ich freue mich, dass hier so viel los ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ganz stark von der DPOLG bei diesem Aufzug, bei dieser Demo dabei sind. Und was die Tarifverhandlungen selbst betrifft, Donnerstag startet die dritte Runde in Potsdam. Das, glaube ich, hat sich inzwischen rumgesprochen. Bei dieser dritten Runde, wie bei den ersten beiden auch, bin ich zusammen mit einem Kollegen aus Baden-Württemberg in der Verhandlungskommission des DBB. Damit also ganz vorne dabei. DPOLG spielt da vorne mit. Wir können über Dinge reden, die uns interessieren, können Polizeithemen noch einbringen. Ganz eine spannende Geschichte. Wir hoffen, dass die gut verlaufen. Während in München der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Streik aufgerufen hatte, ist die DPOLG Bayern ganz bewusst nach Nürnberg gefahren. Denn dort hatte der Deutsche Beamtenbund zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Es ist natürlich eine relativ leichte Entscheidung für uns als Polizei, für uns als Beamte. Bleibt nur der Beamtenbund übrig. Das ist die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst. Von dem her ist es für uns eine ganz logische Geschichte, dass die DPOLG im Beamtenbund richtig aufgehoben ist. Wenn wir uns dagegen andere Gewerkschaften anschauen, die vertreten Arbeiter, echte Arbeiter, ich nehme Bergbau oder solche Dinge, da spielt der öffentliche Dienst nicht die wirklich große Rolle. Man sieht die Anteile, die Gewerkschaften aus dem öffentlichen Dienst haben im DGB. Da sind wir ganz deutlich positioniert. Im DGB ist der öffentliche Dienst eine Randerscheinung. Im Beamtenbund, ob jetzt im Bayerischen Beamtenbund oder im Deutschen Beamtenbund, ist der öffentliche Dienst die Mitgliedschaft. Das sind unsere Vertreter, die direkt unsere Interessen vertreten.